Wenn es so war, ist es natürlich eine große Einschränkung, wobei man natürlich dann aber sich auswechseln lassen kann. Er hat sich aber anscheinend nicht danach gefühlt, sich auswechseln lassen zu müssen. Von daher muss man das dann auch nicht kleinreden. Ich weiß es nicht, ob man dadurch die Aussetzer erklären kann. Also ja, sehe ich eigentlich eher nicht so. Also wenn es eine Gehirnerschütterung ist und du die in dem so extrem merkst, ich weiß nicht, ob du dann weiterspielen kannst oder solltest, das solltest du dann selbst entscheiden. Aber wenn ich jetzt das 1-0 sehe, ich glaube nicht, dass es das erklärt. Er konnte ja die Entscheidung trotzdem normal treffen, ob er den Ball jetzt schnell abrollt oder nicht. Er hätte trotz Gehirnerschütterung, ich weiß es nicht, es kann keine Schwere gewesen sein, die Möglichkeit gehabt, den Ball in der Hand zu behalten einfach.